Jennifer Zierau arbeitet in den Caritas-Werkstätten in Mayen. In der Montagegruppe 1 ist der Warenausgang für einen Kunden fertig. Die junge Frau checkt noch einmal die Daten, um im Anschluss einen Lieferschein zu erstellen. Dies macht sie eigenständig am Computer mit dem Winline-Warenwirtschaftsprogramm. Im Rahmen eines Projektes wurde sie weitergebildet und wickelt Aufträge, Lagerlisten und Rechnungen ab. Das Fritz-Wagenwaschwerk gehört auch zur Einrichtung. Hier wird seit 2 Jahren aufbereitet, gereinigt und poliert. Bevor die Fahrzeuge bearbeitet werden, ist die Prüfung und Dokumentation des Zustands notwendig. Dies erledigen hier die Werkstattbeschäftigten mit geschultem Blick und entsprechender Technik. Festgestellte Schäden werden vor der Dienstleistung digital festgehalten. Danach wird gepflegt und aufbereitet. In Simmern im Hunsrück, in einer der 5 Betriebsstätten der Rhein-Mosel-Werkstatt, ist die Metallverarbeitung ein Dienstleistungsschwerpunkt. Hier wurde der Beschäftigte Robert Wuttke fortgebildet und er wächst mit seinen Aufgaben. Nach einer entsprechenden Qualifizierungsmaßnahme bedient er unter Anleitung am PC das Programm TrueTops 2000. Die dazugehörige Maschine hat er voll im Griff. Robert Wuttke stellt die Stanze ein, die dann zum Beispiel Kleinteile millimetergenau schneidet. Modernste Technik, ein zufriedener Mitarbeiter. Ich möchte versuchen, so viele Arbeiten wie möglich kennenzulernen, damit ich selbstständig von A nach B, wenn ich die eine Aufgabe fertig habe, dann direkt die nächste machen kann. Es ist schön zu sehen, wenn man am Rechner was macht, wie das denn die Maschine tatsächlich umsetzt. Auch in Weißenturm wird digital gearbeitet. In der Abteilung für Archivierung und Scannen sind 15 Mitarbeitende zum großen Teil selbstständig aktiv. Als Dienstleistungsbereich am freien Markt wird hierfür Behörden, Unternehmen und auch Privatleute gescannt und archiviert. Akten, Pläne, Karten, auch in allen Sonderformaten für die Industrie. Regelmäßige Schulungen der Beschäftigten gehören zum Arbeitsalltag. Dementsprechend werden auch Außenarbeitsplätze beim Landesamt für Finanzen angeboten. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung von 16 und 35 mm Filmen, Kamerakarten und Fischen. Alles wird nach Kundenwunsch umgewandelt und archiviert. In der Schreinerei in Mayen stehen hochmoderne Maschinen, wie die horizontale Plattensäge, mit der gerade hölzerne Zwischenlagerungen für Verpackungen geschnitten werden. Und zwar computergesteuert, mit Optimierungsprogramm. Die Beschäftigten arbeiten die Programme selbstständig ab. Effektiv, mit wenig Verschnitt, ergonomisch für die Mitarbeiter. Diese Säge ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Caritas-Werkstätten. Dies steigert auch die Attraktivität gegenüber potenziellen Kunden am Markt. Am Empfang hat unter anderem Marie Bujakiewicz alles im Griff. Sie demonstriert gerade der neuen Leiterin des Projekts Digitalisierung im Haus, Leonie Karst, wie sie Outlook bedient, zum Beispiel so den Fuhrpark des Hauses mitverwaltet. Weiterhin ist sie von der Haustechnik gut geschult und kann über ein Tablet mobil die Beleuchtung im Eingangsbereich und in den Fluren steuern. Seit 8 Jahren ist Marie Bujakiewicz gerne in dieser Funktion ein Lichtblick. Solche Beispiele gibt es reichlich und immer mehr. Auch in Koblenz-Lützel hat Thomas Blumberg gerade seine neue Tätigkeit aufgenommen. Nach einer Fortbildung im Berufsbildungsbereich kann er schon verwaltungstechnische Aufgaben eigenständig übernehmen. Wir konnten den Thomas hier für uns gewinnen und konnten ihn hier im Bereich Lagerlogistik qualifizieren und somit halt deutlich die Gruppenleiter entlasten und den Arbeitsbereich hier optimieren. Ja, das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Technik als Partner im Arbeitsalltag. Auch für Werkstattbeschäftigte eine Chance in Zeiten der Digitalisierung.